und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play in World of Warship. Das Ganze natürlich wieder mit The Old Man. Und hier im Vordergrund heute mal einer mit der Cleveland. Die hatte ich aber schon mal vorgestellt in einem meiner frühen Videos. Aber darum geht es ja nicht auch nicht. Heute fragen wir uns oder stellen wir uns die Frage, E-Mod ja oder nein? Habt ihr schon die E-Mod oder habt ihr sie noch nicht? Und ich will sie einfach heute mal testen und schaue, ob es wirklich so viel Vorteile bringt, diese wirklich zu installieren. Wie gesagt, es gibt darüber geteilte Meinungen. Jeder hat so seine eigene Meinung. Andere sagen, wir brauchen es nicht, wir sind Pros. Andere für die Hilfe, für die, die gerade angefangen haben oder noch nicht so viel Gefechte auf dem Kasten haben, ist die Mod wahrscheinlich ein Muss. Wie gesagt, das Ganze sollte es ja eigentlich nicht mehr geben und ich werde es einfach jetzt mal hier in zwei Gefechten zeigen, unter anderem einmal mit der Cleveland und einmal mit einem Schlachtschiff und dann werden wir mal sehen, ob es wirklich super Vorteile geben wird. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen natürlich hier auf dem Seegebiet oder in der Seeschlacht mit der Cleveland als Ersten zum Test unserer neuen E-Mod oder Zielhilfe. Wir wissen, Mods gibt es überall und selbst in World of Tanks geht es gar nicht mehr ohne Mods. Und warum in World of Warship nicht auch? Ich habe vorher meine Mods drauf gehabt, die ich gut finde, die mir eigentlich reichen und habe dann mich in, oder ich habe sie eigentlich durch Foren und durch Kommentare gelesen, dass es so eine Zielhilfe wieder gibt. Dann habe ich mir natürlich die Mühe gemacht, die danach zu suchen, aber auch was gefunden und möchte euch natürlich dieses hier zeigen. Es wurde ja schon darüber letztes Jahr ganz groß diskutiert. Ob man sowas darf oder nicht darf, ob es Sinn macht, ob der Spielspaß verloren geht. Also vorneweg muss man sagen, sie ist natürlich kein Garant für hundertprozentige Treffer. Solange sich der Gegner bewegt, steuert, kurvt, wie auch immer, selbst dann ist diese Mod nicht ausreichend. Aber für Anfänger ist sie eigentlich vom Prinzip super. Man hat ungefähr, kriegt das mit, wie man wirklich vorhalten muss, zielen muss, wie auch immer. Das darf man nicht vergessen. Man kriegt das Gefühl dafür. Für die Pros an sich ist es nichts. Die wissen, was sie machen. Da ist wahrscheinlich der Damage-Anzeiger wichtiger. Wie viel Schaden sie rüberbringen können. Aber ihr seht, das sind die gezeichneten Linien. Sie helfen natürlich. Und ich will das auch mal so an der Cleveland zeigen, weil sie eine hohe Feuerrate hat, dass man den Gegner dadurch natürlich auch ziemlich abnerven kann. Wenn man so wie er sein nicht kurvt, immer nur die ein und dieselbe Fahrt macht, keine Richtungswechsel vornimmt, dafür ist die Mod natürlich super cool, weil man trifft. Kurve ich natürlich mehr, durch die viel mehr, dann ist das kein Problem. Und so kann man natürlich den Gegner tierisch abnerven.
und man trifft und steckt ihn in Flammen. Ja, als Schlachtschiff, man sollte sich mit dem Schlachtschiff natürlich nicht unbedingt anlegen. Nicht vom Vorteil. Wir nehmen den Kreuzer. Kreuzer ist gerade weg, gehen wir also wieder auf die Kongo. Natürlich die Kongo massiv ärgern, sie in Brand lassen. So viel kann man nämlich nicht reparieren. Und bei unserer Feuerrate ist das schon enorm. Ihr seht, es kommt ziemlich genau. Also die Mod stimmt. Und dann ist er rausgenommen worden vom Teammitglied. Wie gesagt, das geht hier nicht darum, wie viel ich hier abschieße, wie auch immer. Es geht darum, wie genau die Mod ist, die Zielhilfe, dass es sie gibt. Nur an einem Beispiel der Cleveland mal gezeigt. Und dann natürlich danach noch ein Gefecht mit einem Schlachtschiff, was natürlich auch sehr interessant sein wird, weil hohe Reichweite, fette Geschütze. Wie wird sie sich dort machen? Für einen Zerstörer eher unwahrscheinlich. Muss man nicht haben. Zerstörer sind die, die die Torpedo schmeißen. Da muss ich sowas nicht haben. Aber für Kreuzer und Schlachtschiffe ist die Mod natürlich voll vom Vorteil. Aber vielleicht schon wie erwähnt, mit dem, was ich vorher hatte. Ich hatte ja so ein Zielfeld als Gitterfeld. Das sieht man in meinen Videos ja auch. Da ahnt man ja auch ungefähr, wo sie langkurven und kann das selber einschätzen. Und somit ist es für mich, oder ist für mich momentan die Mod nicht unbedingt lebenswichtig.
Ich habe mich mit dem anderen schon sehr gut eingespielt. Aber jeder möchte sich ja irgendwie irgendwo verbessern oder den Erfolg dadurch herbeisehnen. Und ich denke mal, sie wird sich schnell verbreiten. Und viele werden sie wahrscheinlich auch schon installiert haben, gehe ich mal von aus. Weil wenn ich sowas finde schon, werden es andere natürlich bedeutend schneller finden. So sieht das Ganze erstmal mit der Cleveland aus. Wir haben natürlich hier, das haben wir erhalten, 123.437 Kredits. 1150 Erfahrung. Ausführlich würde ich gucken uns jetzt mal an. Das ist ja eigentlich wichtig. 330 Granaten haben wir abgefeuert. Davon haben 129 HE-Treffer gab es für 35.372 Schaden. Brände verursacht mit 7 Treffern für 22.907 Schaden. Das, wie macht sie das in der Teambewertung bemerkbar? Eigentlich nicht wirklich super oben oder wie auch immer. Ihr seht, ich habe trotz Treffer und Schaden, den ich gemacht habe, immerhin nur einen unteren Platz im unteren Mittelfeld. Also bringt mich die Mod hier in diesem Game nicht wirklich weiter, weil wir haben ja auch keine Schiffe versenkt. Wir konnten nur ein bisschen Schaden machen und Brände verursachen. So viel zur Cleveland. Mal als Beispiel Nummer 1 und wir sehen uns gleich mal mit dem Schlachtschiff wieder und dann werden wir sehen, wie es da aussieht. Bis gleich. Ja, natürlich hier zurück im Schlachtgebiet mit der Kongo diesmal und wir sehen uns das mal an, was wir hier mit der Kongo eigentlich so erreichen können. Gerade mit der Zielhilfe, die wir jetzt an Bord mit haben. Gerade auch mal zu sehen, ob die Reichweite hier mit unserem Schlachtschiff und dann mit der Zielhilfe, dem E-Mod, wie sich das so auswirken wird. Gut, da haben wir Karlsruhe. Mal sehen, wie sie kommen. Und da haben wir sie auch gleich mal getroffen. Thank you.
So, wir werden mal abdrehen und Richtung A uns aufmachen. Ich denke mal, da wird der Gegner rumdrängen. Und hier eher weniger. Sind die Omaha hier mal ein bisschen Feuer genommen. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, dann ist sie auch raus. Und hier voll unter Beschuss genommen. Jetzt haben wir eine Salve. Und da haben wir sie auch noch rausnehmen können, aber wahrscheinlich schon, weil sie Leck hatte. Gut, wenden wir uns natürlich neuen Gegnern zu hier. In die Königsberg. Sollten wir mal auf HE wechseln. Ne, AP, sorry. HE hatte ich ja die ganze Zeit, das vergesse ich meistens am Anfang.
Aufnahme ist leider noch dummerweise festgefahren. Das war nicht meine Absicht. Wir können uns jetzt hier ein bisschen wie auf die anderen Gegner konzentrieren. So wie auf die Königsberg hier. Unser Team hat die Führung übernommen. Ein bisschen anwinkeln. Der tat weh, das hat er selbst gemerkt. Unser Sieg ist in Sicht. Aber ihr seht, sie ist auch hier sehr fast präzise. Also die Berechnungen so stimmen. Voll. Kann man nichts anders sagen. Jetzt haben wir ihn erwischt in den letzten. So, dann können wir uns leicht um die andere Kongo hier ein bisschen kümmern. Können ein bisschen mehr um die Kurve ziehen, das Ganze. Er ist schon zu Ende. Er zeigt mir gerade seine Breitseite. Somit geht das Spiel zu Ende. Wir haben gewonnen. Hier sieht man nochmal das, was wir hier erreicht haben. Wir haben ein bisschen, also ordentlich, ganz ordentlich Kredits gekriegt. 2231 freie, also Erfahrung, 112 davon freie Erfahrung. Der ausführliche Bericht sieht folgend aus. Wir haben 114 Granaten abgeschossen, 28 haben getroffen,
für 52.335 Schaden, 9 HE-Granattreffer für 9.404 Schaden, Brände verursacht 4, 3.526 Schaden. Die Teamwertung sagt, wir sind hier auf Platz 1 gelandet. Es war eine optimale Runde, dank auch der Zielhilfe, muss ich dazu sagen. Und ich denke mal, da hat man mal so diesen Eindruck gewonnen, dass die Zielhilfe doch ziemlich gut berechnet worden ist. Und ich denke mal, dass es viele, die das sehen und wissen und sich schon erkundigt haben, vielleicht auch schon geladen haben. Das wissen wir nicht, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich wollte es mal für euch zeigen, dass es diese tatsächlich wieder gibt. Und also, wir können uns darauf vorbereiten. Es werden viele andere auch haben. Wenn ich es schon bekommen habe oder gekriegt habe, mich belesen habe, dann werden das auch andere machen. Wir sind ja viele tausende Spieler. Also, wie gesagt, es wird für die nächste Zeit bestimmt wieder eine knallharte Diskussion dadurch passieren. Aber wie gesagt, es gibt auch die Mods in World of Tanks. Also warum nicht auch in World of Warship? Also wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Natürlich wieder mal mit einem anderen Schiff oder Schiffchen. Wir werden sehen, wie weit wir damit kommen, auch mit der Erforschung. Also, ich sage heute schon mal wieder auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer